Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 1. Ich habe neue Infos für euch. Ich habe neue Informationen für euch über einen Mann, der vollkommen wahnsinnig sein muss. Über einen Mann, der die Definition von Wahnsinn ist. Dem man es voll und ganz zutrauen könnte, dass er selbigen erfunden hat. Über mich. Ich habe und ich bin nicht betrunken. Obwohl das der Backup-Plan ist, das zu behaupten. Aber nein, wirklich, ich bin nicht betrunken. Ich habe soeben entschlossen, dass ich nach diesem Let's Play hier weitermachen werde mit meinem letzten Tomb Raider Let's Play. Das ist jetzt nicht so überraschend, denn es gibt einfach keine Spiele mehr. Aber jetzt warte mal. Was könnte dieses letzte Tomb Raider Let's Play sein? Bestimmt irgendein schönes Tomb Raider Spielchen aus dem Tomb Raider 3. Bam. Plötzlich wurde es still im Raum. Alle schwiegen und blickten sich fragend an. Einer stand auf, schrie ganz laut, feuerte eine Waffe ab, doch zielte daneben und wurde direkt danach von der tobenden Menge niedergerannt. Was ich damit sagen will, ist, dass... Ich weiß, dass ihr jetzt denkt, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber nein, Zuschauer, ganz im Gegenteil. Ich habe offenbar zu viele Tassen im Schrank. Mir scheint es egal zu sein, wenn welche zerbrechen. Tomb Raider 3. Direkt nach diesem Let's Play und seinem Add-on Unfinished Business. Momentan peile ich so den 30. Mai an. Das kann ich aber bei weitem nicht versprechen. Aber irgendwann in diesem Jahr auf jeden Fall. Tomb Raider 3. So, ihr fragt euch jetzt warum. Weil ich es kann. Ja, fange ich auch mal so an. Lara denkt, das wäre eine akzeptable Begründung für jeden Scheiß, den man abzieht. Okay, dann ziehe ich jetzt auch mal Scheiß ab. Ich kann es und deshalb mache ich's. Bam, bam, bam. Ich verstehe, was ich tun muss. Ich muss natürlich diese Kiste da unten benutzen, um diese Kiste da drüber zu ziehen, über die Kistenbrücke und dann den Abhang dort hinauf zu klettern. Wenn ich dann falle, wird es ein tiefer Fall. Aber es ist nicht so, als hätte ich mein Todesurteil soeben unterschrieben, denn ich habe öffentlich zugestanden, ein neues Tomb Raider 3 LP aufzunehmen und das ist schlimm genug. Ja. Zurück zu warum. Ich dachte mir, hey, okay, Tomb Raider 3 ist zwar die Hölle, aber ich will ja auch einen würdigen Abschluss finden, ja? Ich meine, diese Tomb Raider Serie hat mich jetzt 6 Jahre auf diesem Kanal begleitet. Irgendwann muss es aufhören. Logisch, ich habe keine Spiele mehr. Es gibt keine mehr. Es wird auch vermutlich keine mehr geben. Wirkliche Tomb Raider Spiele. Aber irgendwo muss es aufhören. Und warum sollte es dann nicht so aufhören, wie es angefangen hat? Mit dem absoluten Wahnsinn. Und während ich diese Worte des Wahnsinns spreche, sehen wir ein Gebäude des Wahnsinns dort im Hintergrund. Die Sphinx. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass hier Musik losgeht. Ach, das hier ist... Ja genau, das hier ist die kleine Sphinx. Es gibt noch eine größere. Sonst wäre das hier nicht die kleine. Es wäre ja dann sinnlos zu sagen, dass die klein wäre. Ja, aus irgendeinem Grund sprengen sich diese Kätzchen selbst. Da oben liegt noch Munition, die ich fast übersehen hätte. Ich glaube, das hatte ich jetzt tatsächlich aus Anniversary noch in Erinnerung, dass es da was gibt. Puh, ich bin völlig wahnsinnig. Aber hey, seht euch an, was ich hier mache. 6 Jahre, nachdem ich angefangen habe mit der Kacke, bin ich immer noch in irgendeinem Tomb Raider Level. Das ist doch schon wahnsinnig. Ich muss doch niemandem mehr was beweisen. Ja. Wollen wir mal da hoch? Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun müssen, in welcher Reihenfolge wir es tun müssen und warum wir es tun müssen und ob es im Einklang mit der Prophezeiung steht. Ich weiß nur, dass meine Prophezeiung gerade einen sehr komischen Weg eingeschlagen hat. Und ich weiß, dass wir einen komischen Weg einschlagen möchten, aber nicht weit genug springen können dafür. Deshalb lasst uns mal hier runterlaufen. Also es gibt eine Kiste, genau, das ist der Obelisk, das hier. Da müssen wir 4 tolle Sachen reinstecken und dann passiert was.
Habe ich eben gesagt, es gibt eine Liste? Ich habe keine Ahnung, von welcher Liste ich gesprochen habe. Es gibt offenbar eine Liste. Irgendeine Liste gibt es. Keine Ahnung, ob das jetzt Markus' Liste ist oder ob Schindler die geschrieben hat. Es gibt auf jeden Fall offenbar eine Liste. So, zurück zum eigentlichen Thema. Ja, stimmt. Wir kommen jetzt in die drei Ägypten-Level. Die sind, es gibt nur drei davon, aber die sind ziemlich umfangreich. Eins davon haben wir soeben betreten und ich weiß jetzt schon nicht mehr ganz, wie es weitergeht. Ich glaube, man muss... Genau. Und dann ist, glaube ich, hinter dem Kopf... Nein. Oder doch? Warte. Ich glaube, hinter dem Kopf lag etwas. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das hier vielleicht zu schräg ist, um drauf zu laufen. Ich glaube aber nicht, oder? Oder? Nee. Nee, hier kann man drauf stehen. Genau. Und hinter dem Kopf ist der Eingang. Genau, so war das nämlich. Oder war das erst bei der Großen so? Naja, auf jeden Fall ist hinter dem Kopf ein Schlüssel. Auch das reicht uns jetzt schon. Der Schlüssel ist vermutlich dafür gedacht, in das Innere dieses illustren Gebäudes zu steigen. Lol, ich musste gerade husten. Dieser Schlüssel ist wahrscheinlich... Die Offenbarung, Marco muss husten. Dieser Schlüssel ist wahrscheinlich dafür gedacht, in das Innere dieses Gebäudes zu kommen. Was uns dort erwartet, weiß ich aber noch gar nicht. Also werden wir es wohl herausfinden. Steck ihn rein! Geiler Dämonenfürst oder sowas. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Gast war. Aber ich habe in Erinnerung, dass da unten ein paar Wildkätzchen ihr Unwesen treiben. Stimmt das? Nee, dann war das Anniversary. Okay. Hier oben liegt dennoch ein Medipack. Es lohnt sich also trotzdem. Sammel es auf, Lara. Steck's dir in deinen Rucksack, in dem 20 weitere stecken und kein Mensch weiß, wie zur Hölle die alle da reinpassen. Es hat bestimmt irgendwas mit Quantenphysik zu tun. Weil es ja auch quantitativ einfach zu viel ist. Es wurde mir quantitativ zu viel. Ich habe das Burnout-Syndrom. Nee, Lara, du hast einfach nur einen vollen Rucksack. Mach ihn leer, dann ist alles wieder gut. Wenn die Menschen im echten Leben doch nur... Ach, egal. Das sieht mir fast nach Falle aus. Ist aber keine. Doch, irgendwie schon. Kätzchen, benimm dich. Okay. Kätzchen hat sich benommen, kriegt gleich ein Leckerli. Das war ein komischer Fehler gerade. Kann ich ihn replizieren? Nee, okay, dann nicht. Es sah auf jeden Fall komisch aus, was dieses 2D-Gitter hinter uns da getan hat. Man hätte fast von sexuellem Missbrauch sprechen können. Nein, das ist das falsche Wort. Davon hätte man nicht sprechen können. Na, ihr wisst schon. Das Gitter war geil auf die Alte. Okay. So, habe ich schon erwähnt, dass dieses Level ein bisschen verwirrend sein kann. Hier wäre auf jeden Fall ein großes Medipack. Und ich wette mit euch, sobald ich das aufsammle, werden wir von hinten... Doch nicht? Das hier wäre perfekt gewesen. Wenn hier ein Gegner gekommen wäre, hätte ich ihn nicht ausweichen können. Vielleicht haben sie es ja deshalb nicht gemacht. Das wäre ja fair. Ich hasse euch. Blöder Stein. Och nee. Sag mir nicht, dass ich hier das letzte Mal gespeichert habe. Das ist doch nicht mein Ernst. Och nee. Nee. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, das Krokodil hat komische Zuckungen und wir sind zurück in diesem Nun, hallo und herzlich willkommen zurück in dem Raum. Ja, wir sind gerade wieder unterbrochen worden, jemand musste anrufen. Manchmal haben die Leute anscheinend diesen Reflex, dass sie Wildfremde anrufen müssen. Zu erbärmlichen Uhrzeiten wie sonntags um 11, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall kam da das Steinlein. Und es wäre schön, wenn es diesmal... Okay. Danke. Hast du gut gemacht. Nun stirb. Was soll das hier... Was soll denn das? Was ist das hier für eine Tür?
Es ist ein Gitter, wage ich zu behaupten, das sich aber noch nicht öffnen lässt. Wow. Wo bin ich hier jetzt? Keine Ahnung. Ist irgendein Felsen. Ich möchte aber am liebsten, also ich, das ist mein absoluter Traum, dass ich hier jetzt ins Wasser komme. Und da war irgendwie hier unten so ein kleines Loch. Genau. Hallo, ich bin die Lara. Ich lege Hebel um. Unter Wasser. Boy. Ja, da setzt auch schon der wunderschöne Theme ein und ich glaube, das hier ist der Tetris-Raum. Der Tetris-Raum schlechthin. Ihr müsst wissen, die alten Ägypter spielten Tetris, aber sie taten es mit verdammt großen Steinen. Und wenn ich Steine sage, meine ich das so wörtlich, wie ihr es gar nicht glauben könnt. Denn ich rede natürlich von solchen Steinen. Ja? Und die darf man dann herumschieben. Und das ist dann ägyptisches Tetris. Kein so tolles Hobby. Let's Playing gefällt mir besser. Aber wir müssen es absolvieren, um hier weiterzukommen. Und dann tun wir es doch mal. Warte mal, dieser Stein. Ah, ich weiß schon. Ich sehe schon. Nee, warte. Bevor ich diesen Fehler nochmal mache. Ich muss den jetzt erstmal nach vorne schieben. Das geht gar nicht. Okay. Damit wäre diese Fehlerquelle ausgeschlossen. Dann lasst ihn uns mal verschieben. Ja. Ist doch gar kein so. Also, ich hatte diesen Tetris-Raum irgendwie mit mehr Tetris in Erinnerung. Das ist doch bestimmt ein Stein. Ich sehe doch einen Stein, wenn ich mich ihm nähere. Aber bisher ist nichts runtergekommen. Hebel! Und immer wenn die alten Ägypter die verdammte Tür da unten öffnen wollten, sind sie sicherlich hier hochgeklettert. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe irgendwas kaputt gemacht, glaube ich. Nee. Ich habe keine Ahnung, was genau ich gemacht habe. Ich dachte nur... Okay, gut. Ich dachte nur für einen Moment gerade, dass das da verschiebbare Blöcke wären und hatte schon Angst. Das Ding ist noch zu. Alles klar. Komm schon. Oh, danke. Ah nee, hier kann man ja gar nicht rein. Was rede ich denn da? Ah, ich muss jetzt hier hoch. Wie komme ich wohl hier hoch? Ja, ich sehe es schon. Dafür muss ich wahrscheinlich von diesem Stein aus da hoch. Und dann darüber. Allerdings, nee, das geht von dem Stein aus gar nicht. Möglicherweise geht es sogar nur von hier aus. Okay, das Mikrofon zeigt in meine Richtung. Das musste ich gerade überprüfen. Was soll ich tun? Ich bin verwirrt. Nee, dieser Sprung ist völliger Schwachsinn. Das klappt nie im Leben. Gibt es irgendetwas, was im Leben klappen könnte? In diesem Raum. Ah, ich sehe schon. Okay, ich bin doof. Es gibt doch eine einfache Lösung. Wie für die meisten Probleme. Och, ich hasse das. Was soll denn das? Mann. Okay, zurück zu meiner einfachen Lösung. Ich muss diesen Stein einfach nur so schieben, dass er hier ist, wo ich jetzt an Land gehe. Genau hier. Also auf die andere Seite. Und dann beginnt der Spaß. Dam da 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 da
But everybody knows that they made this. Ja. Noch einen einzigen Weg. Noch einen einzigen Weg. Was laber ich eigentlich? Ich meine noch ein einziges Mal schieben. Noch einmal schlafen, kleines Kindchen. Drauf da. Und das hier endlich erledigen. Ich glaube, das muss ein langer Sprung sein. Es wird ein langer Sprung nach unten. Ich rede ja schon wieder über das Tomb Raider 3 LP. Was zur Hölle habe ich jetzt geöffnet? Ich kann es mir irgendwie denken. Ja, genau. Damit war, um ehrlich zu sein, ziemlich zu rechnen. Und jetzt können wir diesen Stein natürlich benutzen, um auf dieses goldene Ding da drauf zu kommen. Im Prinzip ziemlich einfach. Definitiv einfacher als dieselbe Stelle aus Anniversary, wo das Ganze auch noch auf Zeit war mit den Kisten verschieben und allem. Wow. Speichern! Nee, ich gehe da nicht hoch, bevor ich nicht gespeichert habe. Denn ich habe keine Ahnung, was mich da oben erwartet. Was haben die denn in der Hand? Hühnchen? Hebel. Ich sehe einen Hebel und das reicht mir auch schon. Wo ist denn das jetzt? Ach, das ist wahrscheinlich in dem Raum da unten. Okay. Und das hier, kann man damit was machen? Nee. Nun. Ja. So viel zu, ich speichere lieber nochmal. Es hat sich ja dann doch gelohnt. Denn ich hab's verkackt. Ich wollte genau das machen. Genau das war mein Ziel. Hi. Ich bin gut. Komm schon. Ja. Ah, so, ich verstehe. Ach, stimmt, ja. In Ägypten war auch diese tolle Stelle mit den Uzzis. Ja. Die vollständig Sinn ergab. Darüber wollen wir runter, denke ich. Och nee, nicht rückwärts. Ich hab doch gesagt, nicht rückwärts, Lara. Du kriegst doch die Wand dann in den Rücken. Was ist das? Ich höre irgendein finsteres Monsterlein. Och, Krokodil. Was soll denn das? Ich hatte schon Angst. Angst ist das einzige Motiv, das sich in meinen Tomb Raider LPs richtig durchsetzt. Warte mal. Das ist doch Schwachsinn. Wieso springe ich nicht von da oben ab? Das scheint mir irgendwie mehr von Erfolg gekrönt, vermutlich. Tag. Und was brachte es mir? Uzi-Munition. Wenn man jetzt so klug war und den Stein da unten noch nicht ausgelöst hatte, hat man an der Stelle ein Problem, ja. Daran erinnere ich mich noch ziemlich gut. Als wäre es gestern gewesen. Dabei war es vor 50 Jahren etwa. Naja, vor 10, vor 6, aber trotzdem. Ist das euer Ernst? Och nee. Nun, ich speichere dann mal. Und wir laufen nach unten. Was war das denn jetzt? Was genau ist da gerade passiert?
Wieso ist die Treppe einfach verschwunden? Abgestürzt, lol. So, Leute, ich denke, ich verstehe es langsam. Dieser Raum ist logischerweise eine Falle. Der Sand, der wie Stufen aussieht, wird zu einer... Ne? Und dann fallen wir und, ne? Ja. Wollen wir nicht? Haben wir keinen Bock drauf? Gehen wir hier unten hin. Mal gucken, was sich hier findet. Vermutlich derselbe Scheiß, oder? Was ist das denn? Hebel, Hebelchen, hallo. Ja, weil ich das wiederfinden werde. Naja, ist nicht so schwer zu finden eigentlich. Ist im Hauptraum. Okay, zwei von diesen Viechern, yay. Korrigiere. Eins von diesen Viechern. Korrigiere. Nun. Null von diesen Viechern. So. Ich glaube, man kann darüber. Nun. Oh, wo kommt das Ding her? Wo das? Hä? Nee. Nee, nicht in den Arsch hüpfen. Nee, nicht am Felsen bangen. Ihr sollt lieb sein. Was auch immer das gerade war. Müssen wir die Dinger besiegen? Ich mach's mal. Dürfte sicherer sein, was? Was ist denn das für eine Frage? Ob's wohl ohne wilde Tiere, die mich zerficken wollen, sicherer ist als mit? Ja, Lara. Okay. Was war das denn jetzt? Ich hab keine Ahnung. Es kommen noch weitere zwei, ja natürlich. Wetten, wenn ich jetzt nochmal hier rüberspringe? Nee, doch nicht. Okay. Zumindest das blieb mir erspart. Uah. Klaustrophobie, Marco, erscheint. Er bedauert sehr, was auch immer dieses Scheißvieh ist. Tach, stirb bitte. Zwei große Medipacks? Naja, es ist auch nicht gedacht, denke ich mal, dass man die Dinge auf so wenig Raum besiegen muss. Okay. Ich glaube, hier können wir Sand runterlassen. Sieht fast aus, als käme da jetzt ein... Ja, genau. Habe ich das richtig in Erinnerung? Habe ich das richtig in Erinnerung? Schlüssel. Ich sehe einen Schlüssel. Dieser wird sich meinem Zugriff nicht entziehen. Speichern. Savitigame. So. Hä? Ich will ganz ehrlich sein. Ah, jetzt sind wir über diesem Raum. Das ist lang her, dass wir in dem Raum waren. Wäre ein langer Rückweg, wenn wir hier sterben. Genau. Darauf habe ich gewartet. Wir haben nämlich jetzt den Sand von einem Raum in diesen großen leeren Raum gegossen. Und deshalb kommen wir in diesem großen leeren Raum jetzt an irgendeine erhöhte Plattform oder Stelle oder sowas. Nicht hier! Ja, ich... Genau, hier, oder? War es das? War es das? Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir kommen jetzt hierhin. Das hat's uns gebracht. War vorher nicht erreichbar und beinhaltet... Nee. Hab mich doch geirrt. Das war vorher erreichbar.
In dem Raum hier war vorher was nicht erreichbar. Genau, der Sand lag hier drunter. Tut er jetzt nicht mehr, jetzt liegt er dort und das Ding ist geöffnet. Also, was auch immer es uns gebracht hat, muss da unten stattfinden. Ja, hier. Lass mich raten, 10 Millionen Katzen. Huh! Leute, das war die Stadt von Carmon. 11 Kills, 14 Pickups und 1 von 3 Secrets. 1 von 3 Ägypten-Levels, die wir jetzt einfach mal so geschafft haben. Ich hatte das Ding eigentlich länger in Erinnerung, viel längerer. Aber vielleicht ist das ja so kurz. Vor allem habe ich ja auch ein paar Secrets übersehen. Naja, ist das hier eigentlich? Nee. Okay. Dann bis zum nächsten Mal im neuen Level. Ciao.